Liebe Bewohnerinnen und Bewohner von St. An den Wörthern, nicht nur meine beiden Enkelkinder, sondern alle Kinder in St. An den Wörthern sind mir wichtig. Als besorgter Großvater beobachte ich mit verstärkter Sorge, wie rücksichtslose Verkehrsteilnehmer immer wieder viel zu schnell vor Schulen und bei Kindergärten unterwegs sind und durch unsere Siedlungen rasen. Jetzt steht außerdem der Schulbeginn wieder vor der Tür. Fast täglich erreichen mich dazu Anrufe oder E-Mails von Ihnen, auch von älteren Menschen, die Angst haben, vor ihrer Haustür verletzt zu werden. Seit vielen Jahren setze ich mich für Tempo 30 auf unseren Gemeindestraßen ein. Achtung, es geht dabei nicht um wichtige Durchzugsstraßen und Zubringer wie die B14 oder die Greifensteiner Straße L118. 70% unserer Straßen haben bereits Tempo 30, wie zum Beispiel in der Friedhofssiedlung in St. André. Nun bemühe ich mich, im Gemeinderat durchzusetzen, Tempo 30 auch überall dort, wo es möglich und sinnvoll ist, einzuführen. Wichtig wäre, dass sich ein Verkehrssachverständiger die Situation genau ansieht und uns dann Empfehlungen gibt. Um diesen Auftrag wird es in einem nächsten Schritt gehen. Dazu hoffe ich auf die Zustimmung im Gemeindevorstand, damit wir dem Gemeinderat bald ein sinnvolles Konzept zur Abstimmung vorlegen können. Zum Abschluss eine große Bitte an alle Verkehrsteilnehmer. Halten Sie sich bitte an die Regeln, vor allem an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Sie bestehen nicht ohne Grund. Wer schneller fährt, gefährdet Menschen, Haus und Wildtiere. Ich wünsche Ihnen allen einen unfallfreien Herbst, Ihr Bürgermeister.